Herzlich willkommen zu einem weiteren ätherische Öle-Tipp Sommervideo mit Ayla Bücher. Und heute habe ich dir was ganz Besonderes mitgebracht, ein ätherisches Öl, was dich runterkühlen kann, was dir helfen kann, Kühlung zu erfahren, Kühlung zu genießen in diesen super heißen Tagen. Wenn es dir zum Beispiel einfach zu heiß ist, wenn der Kopf nicht mehr ordentlich funktioniert, wenn du kaum noch dich bewegen magst, weil es einfach so heiß ist und du nicht das Glück hast, wie ich hier gerade, dass du direkt neben einem Bergbach bist, oder an einem See oder beim kühlen Meer, dann brauchst du unbedingt dieses ätherische Öl. Man kann es auf die Fußsohlen auftragen, man kann die Beine damit einreiben, es auf die Kreuzgegend geben, auf den Bauch. Ist auch wirklich toll zur Unterstützung der Verdauung. Auf die Schläfen, im Nacken und es kühlt den ganzen Körper wie eine Klimaanlage. Ja, ganz besonders diese Anwendung mit den Fußsohlen, ja, ein, zwei Tropfen auf die Fußsohlen geben, kühlt den gesamten Körper runter. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm, sehr herrlich. Und jetzt die große Frage, wer von euch weiß, von was ich spreche, welches ätherische Öl hat diese unglaubliche magische Kraft, uns zu kühlen? Schreib's gerne in den Chat. Auch wenn du Fokus möchtest, ja, mehr Klarheit, mehr Fokus, wenn du müde bist, ja, die Pfefferminze, Menta Peperita, ist das ätherische Öl, was dir an einem Tag wie heute, wo es einfach nur heiß und sonnig ist, ideal unterstützen kann. Also geh heute auf keinen Fall ohne die Pfefferminze aus dem Haus. Ich habe das schon mehrfach erlebt, dass ich unterwegs war. Einmal zum Beispiel war ich in Hamburg, habe ich eine Schiffsfahrt gemacht im Sommer. Mit dem Boot kann man da so wunderschön durch die Stadt fahren. Und da war eine Frau, die war etwas fester und die hatte so eine kleine Wasserflasche mit und die war aber schon fast leer getrunken. Und die hatte beinahe einen Hitzeschlag, wirklich. Die ist da gesessen, der ging es nicht mehr gut. Ich habe ihr einen Tropfen Pfefferminze angeboten. Und wir haben den auf ihre Füße gerieben, wir haben ihr den in den Nacken gegeben. Und sie hat den inhaliert. So wie ich dir jetzt die ganzen Tage in meinen Sommertipp-Videos schon die Inhalation gezeigt habe. Wir machen aber gleich noch eine ganz besondere Pfefferminz-Inhalation auch. Und ihr ging es sofort besser. Und sowas habe ich wirklich schon oft erlebt. Und deswegen, die Pfefferminze darf in deinem Sommertäschchen auf keinen Fall fehlen. Pfefferminze kennen die meisten, wahrscheinlich kennst du sie auch, aber die wenigsten wissen, was sie alles so drauf hat. Und deswegen erzähle ich dir jetzt noch einiges von den Fähigkeiten der Pfefferminze, die gar nicht so allgemein bekannt sind, etwas geheimer sind, aber nichtsdestotrotz super wichtig und super hilfreich sein können. Klarheit. Pfefferminze bringt Klarheit in den Kopf. Wenn es um Fokus geht, ja, wenn du arbeiten möchtest, arbeiten musst, wenn du dich konzentrieren musst, ja, auch zum Beispiel beim Autofahren. Ich habe ein Auto, Baujahr 98, einen wunderschönen Beetle, New Beetle, und ich liebe sie, mein Auto, aber sie hat zwar einen Klimaanlage-Knopf, aber der funktioniert nicht. Und es ist so heiß im Moment, wenn ich mit dem Auto, mit dir da so rumfahre, irgendwo hin muss, es ist so heiß. Und die Pfefferminze ist diesmal eine große Rettung. Ich habe eine Flasche Pfefferminze im Auto, das bleibt auch dort, das ist genau zum Autofahren. Weil zum einen für die klimatische Kühlung, ja, dein Auto hat vielleicht eine Klimaanlage, dann brauchst du das nicht als Kühlung, sondern als Fokus. Ja. Gerade wenn du lange Autofahrten hast oder wenn du in die Nacht hineinfährst, gibst du dir ein, zwei Tropfen Pfefferminze hier auf die Schläfen, auf die Stirn, in den Nacken und du wirst sehen, du bist sofort wieder klar und fokussiert. Ich habe diese Anwendung meinem Bruder einmal erzählt. Und er war sowieso total begeistert von der Pfefferminze, weil Pfefferminze ist auch eines der ganz tollen Öle bei Sport. Ja, mein Bruder war Hochleistungssportler. Also einfach nach dem Workout, nach dem Yoga, nach dem Bewegen, nach dem Wandern, die beanspruchte Muskulatur damit einreiben, ist total wohltuend und sehr hilfreich. Und aber zurück zum Autofahren. Er hatte eine längere Fahrt, es war in der Nacht, er müde geworden, erinnert sich an die Pfefferminze, nimmt sich einen Tropfen. Er beim Fahren, er kippt sich das so über den Kopf und treibt das so ein. Und da ist ein Tropfen ein bisschen nahe zu den Augen gekommen und plötzlich hat er nichts mehr gesehen. Ja, das kann passieren bei der Pfefferminze, dass die Augen ordentlich zum Tränen anfangen. Ich glaube, das ist eine Reinigung auch der Augen, der Augenschleim heute, weil mir passiert das nach, ja, ich lebe mit der Pfefferminze schon seit Jahren und mir passiert das nicht mehr. Aber am Anfang hatte ich das auch und ich glaube, da wird auch ganz viel Staub und Zeugs aus den Augen ausgespült. Aber das ist nur eine Vermutung, okay, das weiß ich nicht sicher, das ist nur mein Erleben davon. Pass also auf, wenn du beim Autofahren Pfefferminze nimmst, halte vielleicht lieber kurz an auf dem Seitenstreifen, Pfefferminze anwenden und weiter geht's.
Nee, vielleicht nicht gleichzeitig. Vor allem nicht, wenn du die Pfefferminze nicht schon gut kennst. Energie. Die Pfefferminze bringt Energie, wenn du Energie brauchst, ja, wenn du neuen Schwung brauchst. Ja, greif einmal nicht zu den Süßigkeiten oder zum Kaffee, sondern gönn dir einen Tropfen Pfefferminze. Und übrigens, in Amerika ist das total verbreitet, an der Westküste zumindest, da wo ich viel war früher. Mintlatte nennen sie das. Du machst dir einen guten Kaffee, gibst einen Tropfen Pfefferminze mit rein. Pfefferminze zu trinken ist allgemein extrem wohltuend. Also ein Tropfen auf einen Liter Wasser, wenn du es richtig prickelnd haben möchtest, in Sprudelwasser. Ja, zur Deko kannst du auch noch ein paar Blättchen frische Pfefferminze mit reingeben. Schaut wunderschön aus, schmeckt unglaublich herrlich und tut einfach total gut auf allen Ebenen. Pfefferminze ist ein sehr wichtiges Öl auch bei Massagen. Ja? Da kommen wir wieder so ein bisschen in diese Sportecke, bei der Pflege des Körpers, der Muskeln. Du kannst auch ein bisschen pflanzliches Öl nehmen auf die Hand, einen Tropfen Pfefferminze mit rein und dich einfach am ganzen Körper damit einsalben. Ja? Kannst du theoretisch zum Beispiel auch in dein Sonnenöl geben, wenn du dich sonnen gehst, damit du gleichzeitig ein bisschen diese Kühlung hast, ja? Wenn es dann doch ein bisschen heiß ist. Du wirst merken, das tut total gut. Ja, energetisierend, lindernd, erfrischend. Ja, das ist die Pfefferminze. Gerade bei Muskelkater auch toll. Gerade wenn es ein bisschen zwickt und zwackt irgendwo. Ganz wundervolles Öl. Die Pfefferminze ist auf der energetischen Ebene, reinigt den Energiekörper, reinigt den spirituellen Körper, reinigt übrigens auch deinen physischen Körper. Also es gibt eine ganze Reihe Reinigungen, ja, die man auch mit ätherischen Ölen machen kann. Und da ist immer die Pfefferminze diejenige, die man am Abend trinkt, am Nachmittag am Abend trinkt, um den Körper dabei zu unterstützen, auszuleiten, auszuschwemmen, reinigen, loslassen. Ja. Und das funktioniert auch auf deinem emotionalen Körper, es funktioniert auch mit deinem mentalen Körper und deinem spirituellen und energetischen Körper. Also gib dich mit der Pfefferminze um Glaubenssätze, um so, wenn du das Gefühl hast, du bist so zugemüllt oder zugeklatscht oder irgendwie verklebt, ja, diese frische Pfefferminze bringt das alles weg. Fördert das Eingestimmtsein auf deine Seele. Das ist genau das, wenn du nicht im Einklang mit deiner Seele, ja, mit deinem höheren Selbst bist, wenn du dich selber vielleicht ein bisschen verloren hast, ja, vielleicht sind da viele Ängste, viele Befürchtungen, viel Wut oder Aggression oder Resentment auf Englisch, das heißt, du kannst etwas nicht vergeben, ja. Das sind alles Dinge, die uns von uns selber wegbringen, ja. Du schadest dir damit am meisten und die Pfefferminze reinigt dich und sie hilft dir, wieder ganz klar zu werden, wer du eigentlich bist, wer du sein willst und wo du hin willst. Und das ist eine weitere ganz besondere Eigenschaft von der Pfefferminze. Sie unterstützt dich in der Fortbewegung. Ja, wenn du zum Beispiel Auto fährst und dir wird schlecht, Pfefferminze, ganz toll. Auf dem Bauch, auf die Handgelenke, ja, auf dem Kopf. Im Flugzeug das Gleiche. Ja, sie hilft auch bei Ängsten, Flugängsten oder Fahrängsten. Ja, Fahrradfahren, Rollschuhfahren, alles. Ja. Immer wenn es geht, sich fortzubewegen. Aber auch innerlich, wenn es geht, darum geht, einen neuen Weg einzuschlagen. Ich habe kürzlich eine Freundin getroffen und die hat erzählt, sie weiß innerlich genau, was zu tun ist, ja, in welche Richtung es geht. Aber sie hat so Angst davor und sie macht es nicht und sie scheut sich vor diesem Schritt. Und die Pfefferminze kann dir helfen, diese Ängste abzubauen, diese Ängste loszulassen, zu besänftigen zumindest und in diese Klarheit zu kommen und in diese Energie vor allem auch zu kommen, in diese Richtung zu gehen, wo du ganz genau weißt, die ist die richtige. Pfefferminze schenkt uns intensive Bewusstheit. Ja, wir werden uns ganz bewusst, was eigentlich in uns los ist. Vielleicht bist du dir gar nicht bewusst, was du alles fühlst, was da alles für Glaubenssätze am Werk sind, die dich stoppen und bremsen und blockieren irgendwo auch. Ja, die Pfefferminze wird dir helfen, in diese Bewusstheit zu gelangen, dass du klar sehen kannst. Es gibt diese wunderschöne Geschichte von einem Freund, der ist viel in Lappland gewesen und der hatte die Pfefferminze mit. Und einmal abends nach dem Rentiere-Treiben sind die am Lagerfeuer zusammengesessen, er packt seine Pfefferminze auf und gibt jedem von den dort Versammelten einen Tropfen. Und die Lappen, die wirklich hoch im Norden sind, die sind noch sehr, zum großen Teil noch sehr unverdorben, sage ich mal, ja, sehr unvergiftet. Die haben einen sehr reinen Lifestyle, da oben gibt es nicht viele Giftstoffe und denen geht es noch verhältnismäßig gut. Und da war so ein alter Lappe, der nimmt sich die Pfefferminze auf beide Hände und haltet sie sich so über die Augen und haltet es einfach mehrere Minuten lang.
Und mein Freund, ja, der, dem ist das Herz fast in die Hose gerutscht. Er hat gedacht, oh Gott, der reibt sich die Pfefferminze in die Augen, nicht in die Augen, aber so außen drauf, ja, Augen zu, oben drauf. Total Angst bekommen. Nach ein paar Minuten nimmt der Lappe die Hände weg, macht die Augen auf, schaut und sagt, boah, so klar habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Genau die Pfefferminze tun, vor allem für dein inneres Sehen, ja, dass du Klarheit bekommst. Empfehle ich übrigens nicht die Augenanwendung. Ich habe sie natürlich ausprobiert. Ich bin so jemand, ich teste immer alles selber aus. Ich habe das mehrere Wochen lang gemacht und war sehr heilsam für mich. Aber grundsätzlich sind ätherische Öle nicht in der Nähe der Augen empfohlen. Ach, ne? Immer mit Selbstverantwortung handeln, ganz wichtig. Beruhigt den Verstand, die Urbedürfnisse. Ja? Diese grundlegenden Bedürfnisse, die wir haben, um uns sicher und aufgehoben und geborgen zu fühlen. Ja? Das wird ja gerade ordentlich durchgerüttelt von dem ganzen gesellschaftlichen Wandel, der vor sich geht. Und die Pfefferminze kann dir da auch helfen, in dir selber deine Kraft und deine Wurzeln und deine Sicherheit zu finden. Kannst du also auf die unteren drei Chakren auftragen und eben, wenn es darum geht, deine Wahrheit zu sprechen, aufs Kehlkopfchakra. Und bevor wir gleich noch die ganz besondere Pfefferminz-Inhalation machen und Anwendung machen zusammen, kannst du deine Pfefferminze schon mal holen, wenn du eine hast, wenn du noch keine Pfefferminze hast. Bitte geh nicht in den Laden und kauf die erstbeste billige Pfefferminze. Da kannst du dir mehr schaden als gut tun. Ja, wie bei allem im Leben ist die Qualität maßgeblich ausschlaggebend. Schreib mir gern eine Nachricht, wenn es welche Öle ich benutze und was gute Öle sind. Ja, es geht darum, dass sie wirklich rein sind. Ja, wirklich natürlich. Da darf kein Verdünnung, kein nichts anderes mit dabei sein, weil dieses andere dabei sein, das machen die Firmen, um den Preis zu senken, den Preis zu drücken. Diese Stoffe, die da aber mit drin sind, sind nicht gesund. Ja, das ist ganz oft auf Erdölbasis und das tut nicht gut. Ich glaube, ich muss ich nicht erklären. Ja, kann irgendwas sein. Also da bitte achtsam sein, wenn du dir deine ätherischen Öle kaufst, wo du die kaufst, bei wem du sie kaufst, weil sie sollen dir auch gut tun. So, sonst wäre ja das schade ums Geld. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, wo der Name Pfefferminze, wo überhaupt das Pfefferminze, die Pflanze herkommt, die möchte ich dir noch kurz erzählen. Und zwar gab es in der griechischen Mythologie, wir kommen jetzt, machen einen kurzen Abstecher in die griechische Mythologie, eine wunderschöne, liebreizende Nymphe, die Mente. Ja? Auch hier wieder diese, sehen wir wieder da, wo die Pfefferminze herkommt, das ist das kühle, klare Wasser. Und das ist das, was die Pfefferminze uns schenkt, Kühlung, Klarheit, Stille auch. Und diese Nymphe Mente, der Pluto, ja, Hades, der Unterweltgott, hat sich in sie verliebt. Und der war ja aber mit der Persephone verheiratet. Und da ist also eine Affäre entstanden. Und die war sehr innig und sehr leidenschaftlich. Und Persephone ist dann irgendwann draufgekommen, dass ihr Mann da mit jemand anderem was hat. Und wurde total wütend, total eifersüchtig. Und ist aus ihrer Wut und Eifersucht heraus zur Mente gestürmt, hat sie zu Tode geschlagen, zu Tode getrampelt und hat sie verflucht und sie in ein Kraut verwandelt, das am Boden wächst, ja, in der Absicht, dass alle zukünftigen Lebewesen dieser Erde sie mit ihren Füßen trampeln sollten. Ja, Hades, Pluto, konnte diesen Fluch nicht abwenden, aber er konnte ihn lindern. Und er hat ihr seine Liebe geschenkt. Und hat sie ihr einen Duft geschenkt. Das heißt, wann immer du auf Pfefferminze trittst, also wann immer ein Lebewesen auf Pfefferminze tritt, dann verströmt sie diesen wundervollen Duft nach Pfefferminze. Ja? Und so wurde die Mente zu einem Kraut, zu einer Pflanze, die uns bis heute auf die vielfältigste Art und Weise Heilung, Linderung, Wellness, Unterstützung schenkt. Ja, das ist die Geschichte. So. Nimm dir einen Tropfen Pfefferminze auf die Handfläche. Wie gesagt, wenn du allgemeine Körperkühlung wünschst, gibst du dir das auf die Fußsohlen. Ja? Ich gebe es mir immer gerne auch ins Kreuz, das ist total herrlich. Im Nacken, auf die Schultern. Das tut jetzt schon gut. Und dann nimmst du dir deine Hände vor die Nase und vor den Mund. Ich empfehle immer gerne die Fingerspitzen, lege sie direkt auf die Haut an, damit es nicht ganz so stark in die Augen ausströmt, ja? Gerade wenn du sensible Augen hast.
und atme mehrere Male, 5-6 Male ganz tief ein und aus und inhaliere diesen herrlichen, durchputzenden, kühlenden Duft der Pfefferminze. Ja, und dann formst du dir wie so eine Pfeife, nimmst es vor den Mund und machst deine Lungen so richtig voll Luft. Haltest es drin, 3, 4, 5 Sekunden, ausatmen. Das Ganze wiederholen wir dreimal. Dann kannst du den Mund aufmachen, atmen. Spürst du das? Wie toll das ist, wie gut das tut? Genieß nochmal die Wirkung von Pfefferminze. Spür einfach in dich rein. Spür, ob du was spürst. Ja, es gibt Menschen, die sagen, oh, ich spüre nichts. Das macht aber nichts, es wirkt trotzdem. Und auch da wird dir die Pfefferminze helfen, mehr zu spüren, weil sie die Sinne schärft. Ja, zusammen mit dem Salbei, wir hatten letztes Mal den Salbei, ja, hilft auch, deine Wahrnehmung zu schärfen, dass du dich ein besseres Gefühl für dich und die Vorgänge, die in dir, in deinem Körper, in deinen Gefühlen, in deinen Gedanken passieren, gewinnst. Ja, das war die heutige Inspiration, denn das Sommertipp mit der Pfefferminze. Schreib mir bitte gerne im Chat, was ist deine Lieblingsanwendung mit der Pfefferminze, wenn du Pfefferminze schon kennst. Schreib mir eine Nachricht, falls du sie noch nicht hast. Dieses Öl, wenn du kein anderes Öl, ätherisches Öl je in deinem Leben hast, die Pfefferminze brauchst du. Jetzt im Sommer ganz besonders, wo es jetzt bei uns immer wärmer wird in den Sommern. Ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Ich freue mich, dich wiederzusehen im nächsten Video. Und hab einen wunderschönen Tag. Genieß die Sonne, genieß den Sommer. Ich freue mich, von dir zu lesen, zu hören. Das war Ayla Bücher mit der Pfefferminze und bis zum nächsten Mal.